Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Zockt Assassin's Creed Black Flag. Wie versprochen, machen wir jetzt die nächste Mission. Und, wir holen die Medizin jetzt. Also, so habe ich das verstanden, dass wir jetzt Medizin holen. Oh. Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man o' War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Man of War? Okay. Gib mir etwas Fahrt! Oh. Ich glaube, das große Schiff ist es. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt Ui. Zeigt es! Feuer! Ah! Hey! Gefecht rollen! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! So, schön gegengerammt. Beeilen uns schon, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Ja, sehr gut. Feuer! Hinter dir sie jetzt, Sir! Ja, die erste haben wir schon mal. Gebt den Wind nach! Cool, das sind große Schiffe. Obersegel reffen, los! Außer Schussfeuer! Segel setzen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! Schießt! Lassen wir die Haken fliegen und enden, ja. Sir! Gleich zwei Schiffe mit immer gemacht. Haha! Das war doch super. Das sind auch schon mal ein paar größere Schiffe. So, erstmal drehen. Vorsegel aufgehen und öffnen die Hauptsegel! So. Mir. Keine Ahnung, was das für ein Schiff ist. Ist das auch noch Brick? Ach, zerstören. Das ist doch gar kein Problem. Ah, Mist. Stück. Und. So, geht doch. Ah ja, nochmal nachladen. Schlag den Kampf zu ihnen! Fünf Anteile für den, der die meisten Klöten sammelt. Bringt jetzt, wenn ihr eure Gelben heute retten wollt! So. Wir werden alles zur Füße gehen. Ja, ich prügel die Typen im Moment nur doof. Ah, Mist. Über Bord. Ja, im Moment prüfe ich einfach die Leute nur. Ha? Töten kann ja jeder. So, wieder ordentlich Metall. Wir kommen immer näher zu unserer Jackdoll mit ordentlich Schusspower. Ich wollte erst sagen Manpower, aber Manpower ist ja nicht das Richtige. Hier werden wir ordentlich beschossen. Royal Navy! Ernsthaft? Sie bei den Fischen, Jungs! Loska ist dort! So, ja. Erst holen wir die ein. Flagge abschneiden. Ja, ist kein Problem. Macht Frieden mit eurem Schöpfer! So. Na gut, kommt er. Also mein Deck sauber. Verstanden. Also mein Deck sauber. Verstanden. Wir hüpfen da gehört. Ah, Mist. Ah.
So, wen haben wir denn hier noch? Den hier. Ah, Mist. Ne, hier kämpft keiner mehr. Okay. Gucken, kann ich hier Munition wenigstens aufheben? Hättet ihr euch mal ergeben? Ja. 15. Na gut. Die schnapp ich mir! Hast du gerade auf mich geschossen? So. Hat der einfach auf mich geschossen? Bewegt euch verdammt! Auf ihn! Wieso? Ist da noch jemand? So. Ich glaube, beim nächsten Mal tue ich zuerst die Flagge erobern und dann mich um die Leute kümmern. So, wo ist das andere Schiff? Wird bestimmt gleich noch kommen. Reparieren? Ah, reparieren. Warum? Was hat denn das Schiff denn da geladen? Rick! Die Farben Englands! Die sind allein! Feuer! Vorsicht, ja. Los geht's! Gleich sind sie bei uns. Bereit zu feuern, Feuer! Zieht! Bereit zu feuern, Captain! Ja. Feuer! Da! Ein gut platzierter Schuss! Und uns hat sie nicht getroffen. Was haben wir da? Auch nochmal Metall. Feuer! Ja! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Sicheres Kriegsschiff! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Uhuhuhuhuhu! Danum Don Gio! Komm schon! Yeah! Gleich vier Schiffe platt gemacht. Zieht sie in ihren Untergang! So, und welches? Rechts oder links? Okay. Die linke Seite erst. Ach, Mist! So. Ich warte noch mal ab. Ja, das ging jetzt ruckzuck. Ach ja, sehr schön. Okay. Erstmal Schiff reparieren. Das nächste kann ich nämlich mal gucken in die Flotte aufnehmen. Weil da habe ich auch einige weggeschickt. Von unserer Flotte. Also, die ich damals noch hatte, die großen Schiffe. Deswegen verstehe ich das nicht, dass ich die jetzt noch habe, aber ist egal. Yo, heave, go! Ach, Mist! Bleib sie zurück! Ich mach Heilfutter aus dir!
So ging's ja super. Mit dem versteckten Kling also. So, wie gesagt, die nehme ich jetzt mal in meine Bricks auf. Genau, in meine Flotte auf. In Campbells Flotte aufnehmen. Du bist jetzt Kapitän. Ja, der freut sich. Jetzt ist er endlich Kapitän eines Schiffes. So, geh mal ganz kurz vom Schiff. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Ja, einen Moment. Wir gehen mal ganz kurz rein. So, die Flotte. Gucken, steht hier irgendwas drin? Bestimmt, dass ich irgendwas bekommen habe. Zu meiner Flotte hinzu. Achso. Gegen Edelsteine abwracken. Oder halt zur Flotte hinzu. Ja, die hat nur 22 Feuerkraft, Tempo, Fracht. Ja, komm, abpacken. So. Jetzt habe ich ein paar Teile wieder. Ja, ihr seht gerade, dass meine ganzen Schiffe unterwegs sind. Sind alle fast zu Hause. Ja. Na gut, einige sind noch unterwegs, andere kommen her. Aber nicht so schlimm. Wir haben immer noch einen Platz frei. Achso, Jackdaw können wir ja irgendwie upgraden, hat er ja gesagt. Oh, was können wir denn da machen? Natürlich Kanonen. Jetzt haben wir noch mehr Kanonen. Also jetzt noch 12.000 und wir hätten ordentlich Kanonenpower wieder drin. Ach, Metall fehlt uns wieder. Metall. Okay. Ne, die Fracht sammeln wir erstmal. Das heißt, wir haben jetzt gleich noch mehr. Ja? Noch mehr Kanonen. Irgendwann ist unser Schiff sowas von befüllt von Kanonen. So. Ja. Sind bereit, Sir! In die Wanden, Hauptsegel setzen! Oh, ernsthaft? Noch mehr große Schiffe? Einen Moment. Feuer! Weitere feindliche Segel! Arbeiten, Dreher! Feuer! Feuer! Verstärkung greift in den Kampf ein, Captain! Wie flieht, Captain? Feuer! Feuer! Ja! Ein... Sind die verdammten Sinnstöre! Na, da sind sie doch, Achtung! Sie stehen am Tor... Ja! Ja, ist sie erschwächt, Captain! Bereit zum Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Wir werden auf Hände haken los! So. Ran an die Beute! Zwei gegnerische Offiziere töten, okay. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. So. Sind noch fünf übrig. Aha, noch zwei erschossen. Ah, das Metall, das ist wichtig. Ja, reparieren natürlich. Ganz einfach. So machen wir das. Sind bereit, Sir! Torsegel setzen! Das ist da, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Ihre Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Eine Salve genau da rein! Ein Tor zur Hölle! Mehr Segel! Alle Segel! Bereit halten, wir stoßen zusammen! Feuer! Das Wasser kommt wieder! Leben und vom Bauch!
Feuer! Auf dein Zeichen kämpfen! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer! Was ist die Verwundung? Nö. Feuer! Kraftet die Hauptsegel! So. Wie gesagt, ich will zu diesem grünen Punkt endlich kommen, aber hier sind gerade so viele schöne Schiffe. Oh. So schnell wir können, Sir! Feuer! Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Oh. Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Einhol! Ey, komme ich hier noch jemals weg? Öffnen und trimmen! Feuer! Große Gesetzen, hört ihr? Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! So. Bereit zu feuern, Sir! Ey, so viele Segel wie ihr könnt! Schiffe. Mehr Segel! Gebt mir mehr Segel! Ich möchte gerne wissen, was da auf dem Schiff ist. Ganz kurz gesehen, Stoff und Holz, ja, das könnt ihr behalten. Ist nur gerade alles so kattennebelig. Oh, Flamingos. Oh, haben wir schon wieder Gegner vor uns? Noch mehr, die uns suchen? Feuer! Vorsicht, Captain! Diese Gewässer. Ja! Achtung! Das läuft langsam aus dem Boden. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das hat mir ein Anliegen. Dann Edge und Hornigall und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Merkst du es nicht? Oh doch, Ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. So ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Legenden. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium, hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Sieht nach Feuer! Aus! Schießt aus sicherer Ecke! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer! Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Lehsegel einholen! Feuer! Und? Kriegen wir sie platt? Ah ja! Ich! Ahoi! Alle Mann auf Position! Ja. Segel setzen! Ich weiß gar nicht, was der hat. Rum und Zocker. Oh, ist auch okay. Eine Bö kommt auf, Captain! Ja, zerstören. Ich weiß, ich will zur Mission, aber naja, was soll's. Erstmal den Kapitän wegholzen, das ist ganz wichtig. Ach, Mist. Na gut. Den Kampf zu Ihnen! Keiner der Luftigen setzt Fuß auf unsere Deck! Ah, Mist! Ja, ich brauchte nur noch einen, aber naja, ist halt so. 20 Minuten und wir haben nur Schiffskampf gemacht, bisher so gut wie. Ja, wir tun natürlich reparieren. So, weiter geht's.
Der Wind wird Feuer! Stärker, Captain. Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Ja. Sie präsentieren sich uns. Feuer! Lasst sie dafür bezahlen. Feuer! Ja! Feuer! Bereit, Sir. Ja! Die Hauptsegel in den Wind. Feuer! Da, dann können Sie sie ablegen. Feuer! Danke auf den Grund. Ein Wrack mehr. Auf dein Zeichen, Captain. Der hat Rum und Zucker. Ach, kommt. Großberg! Laden noch nach! Ja, ist okay. Feuer! Ja, da sind sie am empfindlichsten! So. Erbeuten. Und retten. Retten und erbeuten. Oh Mann, ey. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir kommen Blackbird immer näher. Wenn nicht immer mehr Gegner kommen. Gegen diese Strömung zu schwimmen oder Wind ist schon echt hart. Backbord, Captain! Da ist jemand in Seenot, Captain! Ja! Nee, ich würde es nicht den Ort mehr angucken. Ich würde sagen, die Gefahr gerade zu halten. Kriegsschiff, sieht übel aus! Gebt den Wind ab! So, jetzt bin ich gleich. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Großsegel vieren, macht schon! Kann ich leider nicht erkennen. Alle Segel, sie verträgt das! Da, vielleicht denn? Setzt alle Segel, die wir haben! Kann nicht mehr weit sein. Nee. Vor uns das Schiff? Backbord! Schiffbrüchiger, treibt auf unseren Kurs! Ja, den nehmen wir mit. Wenn wir schon einmal dabei sind. Was habt ihr hier? Holz, Zucker, Sir, ordentlich? Von Steuerbord! Da, eine Art Frachter, Sir! Aber wo ist denn jetzt Blackbird? Oh Gott, da haben wir noch ein ganzes Gebiet vor uns. Die Queen Anna ausfindig machen. Ach, der Mist. Berg in Sicht! Fregatte! Royal Navy! Feuer! Haben Sie verwundet? Feuer! 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 Da draußen, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schießt! Gegner feuert! Feuer! Ein guter Treffer könnte sie... Feuer! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Außer Schussweite! Sind bereit, Sir! Ade, sieh da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung, Patch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Genau, nicht nur das. Alle Segel setzen! Ihre Kanonen! Feuer! 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 Schießt! Feuer! Feuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Feuer! Feuer! Ihr seid beschädigt! Feuer! So. Ja. Hauptsegel reffen! Leesegel heißen, los geht's! Alle Segel setzen, Jungs! Rafft die Top- und Bramsegel! Ja. Öffnet die Hauptsegel! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Zum Wind, Jungs! Ja. Ja. Lassen wir die Haken fliegen und entern, Sir! Geschafft! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! So, damit reparieren wir. Springt jetzt, wenn ihr eure Gelben heute retten wollt. Schmecken. Ihr werdet alle zugrunde gehen. So, nur noch einer muss sterben. So, knallhart. Ruckzuck, benden, ja.
Oh yeah. So, natürlich reparieren wir 100 Metall. Boah, das ist cool. So, sehr schön. Nehmen wir Fahrt auf. Das nächste Schiff. Vorsicht, das ist Platz. Zieht sie ran mit aller Kraft. So, und auch nochmal reparieren. Ach, hier muss ich wieder nur. So, okay. Ich muss nach oben. Hier geht's hoch. Den Kampf zu ihnen! Ob Gott allein oder eben! Erkennt die Hunde! Holt euch die Halunken! So. Erstmal die Flagge zerstören. Okay, und zack, runter. Ah, es wird ein bisschen warm da unten. Ist doch super. So, wieder reparieren natürlich. So. Nochmal repariert. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder drei Balken. Hoffentlich. So, weg hier. So, jetzt heißt es endlich mal dahin. Und wie? Es kommt jetzt noch ein Schiff. Setzt jeden Zoll Segel! Bei dem Nebel sieht man noch gar kein Schiff, was auf einen zukommt. Okay. Gebt den Wind nach! Holt alles bis aufs Hauptsegel reffen! Okay. Vorsicht! Wir prallen zusammen! Na. Oh. Locker trimmen, alle Segel einholen! Ach, Mist. Captain im Wasser! Captain in Salzlake! Okay. Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Führen. Vergiss das nicht. Du bist in ein Wespennest getreten, Thatch. Im Dienste einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich. Ei, eine Gallione. Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Oh Gott. Edward, bitte. Bleib standhaft, Bonnet. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Ach, Mist. Oh. Ach. Verteidigung durchbrechen und... So. Subtile liegt dir nicht. Oder, Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Okay. Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich,
Ich bring dich zurück zu Jekto, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Oh, ich habe hier keine... keine Mörser. Dafür bezahlen! Genau zum Entern auf dein Zeichen, Captain! Aber das ist ja schon hier. Dreifach Kanonen. Wahnsinn. Das ist krass. Ja. Sie ist geknackt, Melle! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain und beende es. Sie zur Hölle! Mist, ich komme nicht nah genug ran. Seele soll brennen, wenn ich euch Pardon gewähre! Mist! Zündloch verstopft! An die Taue! Zieht! Runter! Rüber! Nein! Finde den Captain und beende es, Kenway! Ach Mist. Finde den Captain. Beende es, Kenway. Wie soll ich den Captain denn töten? Ups, Fortschritt. Durch eine Rauchbombe gestoppte Wachen töten. Ich habe Rauchbomben. So. Meine Seele soll brennen, wenn ich euch Pardon gewähre. Na gut, dann halt so. Schickt sie zur Hölle! Okay. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Okay.
Sind es 30 Tage oder 31 Tage, Kollege? Man weiß es ja nicht. Okay. Bring die Hauptsegel in den Wind! Hauptsegel setzen zum Wind! So viel Segel, wie ihr könnt! Mal gucken. Da hinten hin. Wir machen fix wieder eine fixe Schnellreise. So. Gib mir etwas Fahrt! Mehr Segel! Alle Segel! Groß- und Bramsegel! Feuer! Da ist Segel. Sie am schnellsten! Ja. Feuer! Kommt auf uns zu! Sind wir. So. Vorsicht, Captain! Feuer! Ja! Das war's für die Viren und Fahrt aufnehmen! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Haha! Sie stehen am Tor zur Hölle! Aha! Jetzt haben wir schon mal zwei Piratenschiffe gegen uns. So, Kopfgeldjäger. Aber was haben die? Holz und Stoff und Metall, Holz und Stoff. Cool. Ram und Marssegel festzurren! Großmaß an die Fallleinen! Holt an! Ach, sollen sie uns doch erstmal verfolgen. Oh, Metall, da wäre... Wieder Metall! Aber nein, ist egal. Wir schippern erst... Oh, Piratenschoner. Ach, das ist schon unser Schiff, wo wir hin müssen. Okay, Mission starten. Los geht's. Hey, yo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Okay. Er ist selber jetzt Kapitän. Einer Brick. Jeder fängt mal klein an. Oder eine Schaluppe war das, glaube ich. Eine kleine Schaluppe nur, ja. Was haben wir denn hier? Sieht man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch, 6 Tage, Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Ja. Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Oh, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Ja, ansonsten wird mal beschossen hier. Ich will schon Power geben.
Na gut. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Aye. Also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Durch Mangroven-Sümpfe müssen wir jetzt manövrieren. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Großsegel setzen. Ich sehe es schon. Ja, ein Wachturm. Die Chekdo hat in solch flachen Gewässern nichts zu suchen. Eigentlich nicht. Das offene große Meer liegt dir lieber. Wir sollen das Kanonenboot erstmal nur verfolgen. Da ist noch ein Wachturm. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Lehsegel setzen. Was denkt der Captain sich denn? Wenn er über sich verzieht, gibt es keinen Ausweg. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Pass auf, die Sandbänke. Einholen. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Setz halbes Segel. So. Jetzt heißt es zu Fuß. Genau, dich meine ich. Munitionplan. Oh, das ist doch mal was. Großsegel setzen. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Genau, ich muss ganz kurz mal ein bisschen schwimmen. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Leicht vom Wind abfangen. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Ja, ich weiß. Nehmen wir Fahrt auf. Nicht tot. Fahrt zulegen. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Lehsegel setzen. Immer mit der Ruhe, Captain. So.
Einholen. Großsegel reffen. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Mist. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Dolly, man. Are you feeling well, friend? Grog infested rapidly. So. Puh. Du bist dran mit Bruder. Den Teufel werde ich. Ich ruderte letztes Mal. Und das nächste Mal hast du beim Kartenspiel verloren, wenn ich mich nicht irre. Bah, hast ja recht. Na dann komm, der Captain wartet. Ei, die Moskitos saugen uns das letzte bisschen Lebenskraft aus. Glaubst du, es stimmt, was man über Blackbeard sagt? Dass Feuer aus seinem Kopf schießt? Wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass sein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Wer ist das da? Zwei Krokodile kommen zum Abendessen. Ryder, alter Kumpel. Ziemlich warm heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Die Blockade sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksumpf reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder rum wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zipperlein zu kurieren, die bei ihnen an Bord wüten. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Ein Schwamm am Boot vorbei. Nein, ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Ist mal ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann war. You! Stop! Gut. Hauptmann Wyatt ist kein geduldiger Mann. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Verschwinden wir hier! Okay. Cool. I have a clear shot. Antelope! Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin. Nein, nein! Warum kann er sich nicht da unten einfach so drunter verstecken? So hinhocken? Das lief gerade so schön.
Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal, wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen... Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! He's mine! Schiff. Come back here, you mad maggot! Eindringling, Hilfe! Mist. No one gives a pass. Vorsicht mit den Schießpulverfässern. Nicht auf das Pulver schießen. Nicht am Tor. Er schießt ihn. Bastard in sight. Jemand verfolgt den Hauptmann. Unternehmt was! Edward, schneller aufstehen! Erschieß ihn jemand! Clear shot on a clear shot! Was geht hier vor? Ach, Menno! Wie soll ich das denn schaffen? Ja, danke, Edward. Danke, 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 dass du so tötet ihn, tötet ihn! Nett bist. Hey, halt! Eindringling, Hilfe! Ergreift den Hauptmann! So, ich stehe denn eliminieren. Was zum Teufel? Hey! Eindringlich! Hilfe! Stay back, if you know what's good for you. Tut doch etwas, ihr Narren! Oh, verdammte Kacke! Hilfe! Nächster Tor! Nein! Oh. Kurz vorm Ende, jedes Mal. Ich. Boah. Tötet ihn! Tötet ihn! Ein Eindringling! Packt ihn! Mist, ey. Tut doch etwas, ihr Narren! Hey, halt! Eindringling, Hilfe! Vorsicht mit den Schießpulverfässern! Jemand auf das Pulver schießen! Nächster Tor! Halten Sie ihn! Was geht hier vor? Hilfe! Ja! Mit dem Messer! Oh Gott, steh mir bei! Und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund.
Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Er will in Ruhestand. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder der darunter. Oder in der nächsten. Oh. Was passiert jetzt? Gehen wir aus dem Animus raus? Material, das Sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe Sie im Aufzug. Okay. Hatten wir die Notiz noch nicht gehabt? Ach, guck mal hier. Ja, doch, da haben wir ein paar. Bevor wir jetzt hochgehen, lasst mich doch schnell mal hier. Kann ich bei ihr ins Büro einfach so rein? Bei der hinten sitzt noch so eine Notiz. Ich renne nur mal alles so weit schnell ab, an Notizen mäßig, ob ich hier irgendwas noch so aus dem Augenwinkel finde. Aber ich glaube wohl eher nicht. Und hier weiter komme ich auch nicht, ja? Eins ja, die zwei nein. Okay. Hier habe ich auch. Ja, gut. Alles soweit gehackt. Gut, gehen wir weiter zum Aufzug einfach erstmal. Hier drüben. Ja. Er erwartet uns. Ja, ich komme ja schon rein, Achso. Wir sollen nach oben fahren, genau. Das habe ich verstanden. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Okay. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schief, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Hallo. Ja. Enthusiasmus. Hallo, da. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi, Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid, ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Die hat die Stimme von... Hallo? Hallo? Den davorlebenden. Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Ich verstehe schon. Irgendwie muss ich hier langlaufen, also. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voila. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen. Ich aktualisiere den Kommunikator. Okay, wir sind drin. Desmond Miles. Okay. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen.
Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Oh, 527. Ha, merkt euch das. 527. Es funktioniert. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernak! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen, Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Okay. Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen, also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Was ist das da hinten? Ich will gerne wissen, was da hinten ist. Komme ich bestimmt auch noch mal irgendwann rein? Ah, zum Fenster! Als doch hier hinten hin. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich kann einfach durchs Büro. Oh. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Die Mondlandung wurde nicht gefaked. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn's schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Ich hätte mal länger auf der Terrasse bleiben sollen. Mist. Oh, die wird also auch rot. Okay. Nein. Voll durchprügeln. Bam. Voll durch. Nein, natürlich nicht. Nein. Jetzt war ich doch schon so gut. Ah, diese Reaktionszeit von den Teil. Nein. Dann nochmal. Ja, geschafft. Zugriff gewährt, wow. Okay, Verbindung erfolgreich. Okay, da kommen wir zum Lesen wieder, zu meiner guten Schwachstelle.
Ganz kurz, wenn ich mal. Oh mein. Okay. Simpel 17, aha. Ist das Erster oder Zweiter Weltkrieg? Bürgerkrieg auf jeden Fall nicht. Weil der hat eine Feldflasche irgendwie da. Sieht nach Ersten Weltkrieg aus, hä? Ja, Ägypten, genau das, was sie gerade machen. Ja, okay. Mal ganz kurz weiter. Gucken. Ach du Scheiße. Ja. Konfiguration schließen, ja. Gewiefter Bastard! Ein Pirat viel durch Spaß. Und durch! Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Okay. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Ja, warte. Hier können wir auch nochmal hacken. Wenn ich schon weg ist, dann hacken wir auch das Zeug. Aha. So hin. Nein! Was passiert überhaupt, wenn ich jetzt... Ah, ich tauche einfach andere Seite wieder auf. Okay. Da war ich etwas zu übereifrig. Ach Mist. Da hatte ich gerade Schwein gehabt. Das war aber echt mehr Glück als Verstand gerade eben. Und jetzt? Was kommt jetzt? Oh. Blackbird. Okay. Ich treffe. Bob. Okay. Boah, doch in dieser... Dachte ich, Colin. Okay. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Lobby. Naja, ich hab nur noch schnell gehackt. Das, was ich hacken konnte. Okay, das heißt dann treffen wir uns auf jeden Fall gleich. Jetzt mit wieder so einem Kurier. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ja, Sean ist eindeutig immer noch Sean. Und Lucy. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Hm, eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Hastings, okay. Was? Sie wissen, was Sie sehr tun? Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich.
Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Hey, ich komme doch hier bei 3 rein. Warum hier nicht? Sehen, dass sie dich befragt haben. Ja, die haben. Dann die 2 vielleicht? Machst du Witze? Ja, yeah. Wow. Da ist eine Notiz. Die ist mir egal, die Notiz. Noch mehr hacken. Drei, 7, 5, 3. Wow, okay. Was kriegen wir jetzt? Achso, ich dachte, ich kann die dann irgendwie steuern. Ups, ein paar Krümel hier. Schade, kann ich doch nicht weg. Steuern. Hm. Warte mal, dann gehe ich natürlich noch mal nach unten. Ja. Da auch noch was ist. Ah ne, das waren jeweils die Toiletten hier oben. Ne, komme ich nicht rein. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Auf zu den anderen Büroräumen zum Hacken. Tage verschwunden. Da kann man mit Sean noch irgendwas sagen? Nein, der will nicht mit einem reden. Er wollte schon damals nicht mit Desmond reden. Warum sollte er mit uns reden? Naja. Will sie mit reinkommen? Okay, Entschuldigung, schön, dass ich gewartet habe. Simple 17 Projekt. Tschüss. So. Jetzt gehe ich wieder alle Büros ab. Büro 1, 2 haben wir schon. Tja, nach ein paar Tagen waren sie wieder da, mit einer Notiz dabei. Danke. Trotzdem, komisch. Ist nicht ganz dasselbe, oder? Okay. Das sind die Toiletten, die brauche ich ja nicht. Was war denn gestohlen? Können wir jetzt zu ihr mal rein? Auch noch nicht. Och, Menno, ich möchte auch mal zu der Notiz kommen. Wusste ich gar nicht, dass hier auch nochmal so ein Überwachungsraum ist. Ha. Sehr schön. Okay. Ha! 7233. Ja. Yeah. Den vergesse ich definitiv sofort. Schon wieder. Ist halt so. Und wir haben? Aha. Das ist das. Halt. Ich habe gesehen, dass sie dich befragt haben. Ja, wir haben meinen Animus-Zugang gesperrt und mein Vertrag läuft jetzt unter Vorbehalt. Machst du Witze? Das ist krass. Okay, als das ist mein Platz. Mit der Kamera 1 werde ich auf jeden Fall beobachtet. Bei ihr kann ich also noch nichts machen. Okay, gehen wir weiter. Ach, ist der Fernseher, der dieses Geräusch macht. Sind wir auch 1 und 2? Okay.
Warte mal. Wir konnten doch nur in 1 rein, nicht in 2, oder? Ganz kurz gucken, haben wir hier schon welche gehackt? Ne, siehst du, in die 2 können wir rein, nicht in die 1, nicht nur in die 1, sondern jetzt in die 2. Und irgendwann in die 3. Ja, sagen wir was. Okay. Das heißt, ich muss dann nochmal zurückrennen wegen der 2. Das andere Büro. Gucken, was jetzt hier ist. Ach so, die DNA. Wie man darauf zugreifen kann, wo man die Animus-Teile findet, die Abstergo-Standpunkte, das jetzt für... Ja, genau. Verborgene Geheimnisse. Ja. Können wir uns ja alle später nochmal in Ruhe angucken. Aha. Da bin ich rein. Was ist das da? Achso. Vokal. Okay. Wie gesagt, wir hacken jetzt hier einfach alles. Ja, geschafft. Cool. Und das per Zufall jetzt nur. Das war jetzt nicht gekonnt. Das sieht draußen wie nach ja, Sonnenuntergang, nach Dings aus. Nach ordentlich Regen gleich bei uns. Sonnenuntergang, Phase 1 Bereich. Ach, wie sie Desmond Miles entführt hatten. Damals. Aha. Okay. Steht kein Computer, keine Notiz. Da ist eine Notiz. Und ein weiterer Rechner. Okay. Krasse Scheiße. Ein Warp-Teil. Cool. Mhm. Als eine der am wenigsten gewürdigten Anführerin der Welt hatte Medlina von Sklaven befreit. Okay. Ja, schön, dass ich auch nicht sie so würdige, aber naja. Ihr wisst, mein Lesen ist nicht das Beste. Als Lenistheniker hat man so halt seine Probleme mit den laut vorlesen. Aber hier, den Animus kann ich noch machen. Oh, wer ist denn der Schönling da? Aha. So. Nächster Hacken. Ach, Mist. Ah, sehr gut. Leute, gebt mir Zugriff und ich knack euch alles, was ihr wollt. Wenn das so einfach immer so zu hacken wirklich in Wirklichkeit wäre, wäre es echt grauenvoll. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair Ibn Lahat angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen.
Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Ja. Ja, wir wurden da gerade voll unterbrochen. Ja. Aber wie gesagt, gebt mir alles und ich enthacke hier euch alles, was ihr wollt. Ich hack mich überall rein. Aber wie gesagt, wenn es draußen wirklich so wirklich wäre, dann wäre es vorbei. Dann kann ja jeder hacken so einfach, so popelhaft wie möglich es ist. Ne, da waren wir ja schon drin, stimmt ja? Hatte der Animus eine ganz ähnliche Wirkung. Ach so. So, wie gesagt, Raum 2, gehen wir auch nochmal rein. Hier drüben war doch irgendwo noch so ein Büro. Ich hätte bestimmt anders lang laufen können. Ja, sag ich doch hier, gleich am Anfang. Bin ich gut. Ich bin so gut. Gute Mucke. Oh, auch noch Stufe 3 hier. Okay, erstmal den hier. Oh, nicht schon wieder. Den Frosch. Gleich beim ersten Mal. Boah. Geil. Oh, ich habe noch die Boxen an. Die muss ich mal ausmachen. Okay. Geborenes Medium. Oh, die haben ein paar Bilder von uns bekommen. Die wissen also, wie wir alle aussehen. Wer hat denn das Foto geschossen? Wir wollen nur zu... Ach, Selbstauslöser bestimmt. Aber schöne Bilder dabei. Ja, nett. Oh, Schokolade liegt da. Schokolade. So, nächstes. So. Okay. Okay. Ich hoffe, das Ding ist an. Ich glaube, ich habe das Handy noch nie benutzt, um etwas aufzunehmen. Ah, hey, Dad. Also, wir sind alle hier in New York, in diesem Hotel. Queens, genauer gesagt, in Astoria, nahe der NQ. Rebecca besorgt gerade Batterien für irgendwas und Sean ist in seinem Zimmer. Keine Ahnung, was er macht. Du, ja, du holst uns was zu essen und ich... Tja, ich soll mich darauf vorbereiten, in ein paar Büros im Bankenviertel einzubrechen. Fühlt sich fast an wie einer deiner Trainingsdrills. 10 Jahre vergehen und dann tauchst du auf und als wäre ich nie weg gewesen. Und wir fangen gleich wieder an mit den Verschwörungen und der Paranoia. Nur, dass ich dir diesmal glaube. Ich glaube jedes Wort. Mehr noch. Ich glaube, du weißt nicht einmal die Hälfte. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe. Wie viel ich in wenigen Wochen gelernt habe. Alles, ehrlich. Es fühlt sich an, als hätte ich 1000 Jahre gelebt. Oder 10.000 vielleicht. Es ist unmöglich zu erklären, aber wenn man so viel von der Welt sieht, durch so viele Augen, kann man nur traurig werden. All diese unglaublichen, intelligenten Leute, die immer wieder dieselbe Schlacht schlagen und dieselben Fehler machen. Weil Kultur und Wissen und Geschichte, all diese Sachen werden nicht genetisch weitergegeben. Jedes Kind auf der Erde muss die Grundlagen von Neuem erlernen. Wie man lebt, wie
wie man überlebt, wie man sich erhebt für die richtigen Dinge. Aber so viel geht bei dem Transfer verloren. So viel wird in jeder Generation hinzugefügt. Es ist eine Schande. Alles muss immer wieder neu erlernt werden. Ich traf Clay, Dad. Clay Kaczmarek im Animus. Ich kannte ihn unter seinem Abstergo-Decknamen Subjekt 16. Mein Vorgänger. Und er zeigte mir Dinge. Er gab sie mir weiter. Kurz bevor er starb. Oder gelöscht wurde oder was auch immer. Alles, was er gelernt und was er gesehen hatte. Gott. Soll ich darüber reden? Also, ich schätze, du hast ihn trainiert, oder? Nachdem ich weg war. Er hat zu dir aufgesehen. Und nun, da ich dich mit seinen Augen sah, verstehe ich auch warum. Ich bin froh, dass du ihn hattest, als ich fort war. Aber was er mir gezeigt hat. Unglaubliche Sachen. Und ich hätte nie... Scheiße. Es geht gleich weiter. Okay. Memo 2, Memo 3. Okay, die haben wir also alle dann auch schon. Schon mal drei Memos. Memos. Nicht Nemos. So, in die 3 kommen wir ja nicht rein. Aus dem Serverraum. DNA-Studium. Wartet mal. Ist das für ein Assassin's Creed da? Kann ich nicht lesen. Okay. Dann gehen wir raus. Hier waren wir überall dran. Moinsen. Was war los? Ich habe auf den Servern sequenzierte Daten von Jeanne d'Arc gefunden. Kaum hatte ich sie runtergeladen, stand schon die Security vor mir. Das ist also passiert. Oh. Ich habe gesehen, dass sie dich befragt haben. Ja. Die haben meinen Animus-Zugang gesperrt und mein Vertrag läuft jetzt unter Vorbehalt. Ach so. Ja, wir machen Folgendes. Wir beenden jetzt hier die Folge, ja, bevor wir ins Animus steigen. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.